Damen und Herren, aktuelle Bilder hier vom Dortmunder Friedensplatz. Hier geht so richtig die Post ab. Ein paar tausend polnische Fans sind natürlich hier und sorgen für die richtige Stimmung. Also Dortmund hat alles richtig gemacht. Alle Spiele, alle Tore gibt es hier zu erleben. Und das Tolle ist, Polen führt zurzeit mit 1:0. Und man sehen, ob es die Mädels oder die Jungs sind, sie fühlen sich nun mal richtig, richtig wohl. Und es ist natürlich schon eine spannende und tolle Begegnung, die man hier auf der großen LED-Wand verfolgen kann. 90 Quadratmeter sind die beiden Wände groß und die Fans können natürlich hier mit Spannung ganz klar das Spiel hier verfolgen. Und man sieht also, die Mädels haben aufgewacht. Ja. Wie wird das Spiel denn ausgehen? Oh, auf jeden Fall wird Polska gewinnen. Nach Polska! Und wer wird, wer wird Europameister werden? Polska! Polska, also ich weiß eins, Polska ist ein ganz, ganz wichtiges Tor. Und wir zeigen noch ein paar schöne Bilder hier vom Dortmunder Friedensplatz. Von der Begegnung, die können Sie sich anschauen. Polska gegen Griechenland. Polska, Polska, Polska! Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen, wie begeisternd die Fans hier auf dem Dortmunder Friedensplatz sind. Besonders natürlich klar die polnischen Fans. Aber bevor die Tore hier eröffnet wurden auf dem Dortmunder Friedensplatz, hat Oberbürgermeister Ulrich Sirau die Medien informiert, was alles für Maßnahmen hier ergriffen worden sind, um dieses große Fanfest zu präsentieren. Zusätzliche Tore wurden hier auf dem Friedensplatz gebaut. Es gibt eine Einlasskontrolle. Besondere Wellenbrecher gibt es hier auf dem Dortmunder Friedensplatz. Also, Sie sehen die Bilder. Ulrich Sirau hat also alles noch einmal erklärt. Und da hat die Stadt Dortmund natürlich, muss man wirklich sagen, Großartiges geleistet. Und man kann eigentlich auch sehr zufrieden sein. Cheforganisator Hans-Werner Rixe ist zum Zeitpunkt jetzt, wo das Spiel läuft, Polen gegen Griechenland, denke ich mal, sehr zufrieden. Viele polnische Fans sind hier, sie haben einen Spaß. Ich habe es gerade kurz gesagt, heute Morgen habt ihr den Medien noch kurz erklärt, was alles hier gemacht werden musste, um überhaupt dieses Fanfest zu präsentieren. Rundherum muss man sagen, hat alles geklappt. Ja, ich bin sehr zufrieden. Vor allen Dingen, wir haben ein neues Konzept gefahren. Im Hintergrund ist das sehr deutlich zu sehen. Wir sind ja von einer Wand auf zwei Wände gekommen. Das heißt also, der Friedensplatz ist besser bespielt als in der Vergangenheit. Und ich denke und ich bin sicher, dass das die Fans annehmen werden. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, wenn jetzt die polnischen Fans das machen und sie sind also begeistert. Vor allem, man kann, ich habe mal einen Rundgang durch, über den Friedensplatz gemacht. Man kann von überall, hat ein super Bild. Und das sehe ich natürlich nur an Sport Live, die uns ein super Bild, HD-Qualität, geputzt, gewienert von Uwe Kiska. Ja, das hört sich natürlich sehr gut an, liebe Zuschauer, was der Antwerpen hat, aber sowas kann auch nur entstehen, wenn man zusammenarbeitet, wenn man ein großes Team ist. Und ich sag mal, alle, die hier mitgearbeitet haben in den letzten Tagen, können wirklich sich jetzt auf die Schulter klopfen. Der erste Tag sieht gut aus. Wenn das Wetter jetzt noch mitspielt, können wir eigentlich sehr zufrieden sein, auch mit der Resonanz. Ich bin sehr zufrieden, das ist richtig. Und ich glaube, wir sind nicht erst seit heute ein Team. Zudem gehört deine Mannschaft genau so. Wir machen das ja schon zum vierten oder fünften Mal. Wir hatten bei diesem Mal natürlich Duisburg immer im Hintergrund. Wir haben einen Bauantrag gestellt, das ist auch hervorragend gelaufen. Wir haben also alle Genehmigungen bekommen. Auf dem Platz kann man das ein bisschen erkennen, weil wir zwei Reihen Crashbarriere haben. Das hat was mit der Versammlungsstättenordnung zu tun. Wenn man das mal so ein bisschen salopp sagen darf, dann ist im Moment der Friedensplatz eine Versammlungsstätte wie eine Disco. Der Hyundai Fan Park, was ganz wichtig ist, weil ohne Hyundai hätten wir dieses Projekt nicht stemmen können. Hyundai ist eigentlich schon für uns ein Partner, den wir schon mehrfach auf dem Friedensplatz erlebt haben. Da klappt die Zusammenarbeit auch hervorragend. Und wenn man sich umsieht, das ist professionelle Arbeit, was die hier abliefern. Und ich denke, dass hier Hyundai präsent ist, wird jeder mitbekommen. Und liebe Zuschauer, wie es aussehen wird, wenn Deutschland hier auf der großen oder auf den großen Videowänden zu sehen ist, sehen Sie in unserer nächsten Reportage. Viel Spaß weiterhin und wir sehen uns.